Hallihallo Leute, willkommen zurück zu Jumpelige mit dem Klausi, dem Lieben. Wow, was ein Reim. Man nennt mich auch, in Luxemburg bin ich bekannter Gangster-Rapper, so. Jetzt ist es raus. Jetzt ist meine Identität gelüftet. Jeder, der hier die Gangster-Rapper kennt, weiß jetzt, wer ich bin. Weil man das vorher noch nicht wusste anhand meines Künstlernamens. Der war nämlich echt tricky. Wow, so viel Scheiße. Ich wollte eigentlich das Achievement machen, null mal sterben. Aber das geht da nicht. Lol, bin ich da gerade kurz mal stehen geblieben. Sehr, sehr komisch. Egal. Äpfel. Wir wollen aber keine Äpfel. Wir wollen Eisenrüstung. Ich frage mich immer noch mal, ob man auf den hier kommt. Aber ich... Es wird so viel abkürzen. Aber ich weiß es nicht und ich will es nicht probieren. Das sind so Sachen, die ich würde... Die kann man gut trainieren, wenn man zuguckt bei Leuten. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Aber ja, wenn man zuguckt, kann man super gut Sachen üben. Und das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, wenn er mal ein bisschen zu viel Zeit hat. Oder Freunden zuguckt und die gerade eh irgendwo hängen. Dann kann man das mal machen. Aber ich habe halt nicht zu viel Zeit. Ich mache das eigentlich echt nur, wenn ich wirklich wo zugucke. Und das kommt halt selten vor. Manchmal gucke ich mir Runden aus Spaß an bei Leuten, die ich nicht kenne. Aber ansonsten. Und dann flame ich die danach, wenn die das verkackt haben. Easy. Noob. Und sowas. Das schreibe ich dann. Und dann werde ich gebannt. Und dann kann ich nie wieder Minecraft Jump League aufnehmen. Puh. Oh lala. Also von der Hälfte absprengen, wie sonst auch immer. Ich weiß nicht, warum ich nicht auf diesen Zaun komme. Das muss schwer sein. So. Machen wir das einfach ganz schnell. War das hier nicht mal ein Easy Move? Ah, ne, Moment. Ach nee, Moment, das ist das Mittelmodul, das Easy-Modul, das war glaube ich einfach nur geradeaus. Wobei das hier jetzt glaube ich auch nicht allzu schwer ist, wenn man sich nicht so anstellt, wie ich das manchmal tue. Nämlich genau so. Aber das kommt ohne Spaß, das kommt echt dann manchmal davon. Bei so einem Sprung runterzufallen ist so ärgerlich. Aber es kommt davon, wenn man manchmal das Tempo rausgenommen hat, zumindest bei mir. Wenn ich so abbreche... Wie kann ich den nicht schaffen? Wie kann ich den nicht schaffen? How is that even possible? Wenn ich so abbreche, weil ich die Truhe öffnen muss, dann passiert das manchmal. Oh nein. Habe ich da nicht das letzte Mal schlechte Erinnerungen dran gehabt? Ich glaube schon. Wo muss ich denn jetzt hin? Muss ich da drauf? Ne, ich muss schon direkt dahin. Oder muss ich noch weiter hoch? Ah ne, ich glaube, ich muss noch dahin. Jetzt da drauf. Ja, da... Das war so ein Modul, mit dem ich nie ein Problem habe. Ich glaube, das war sogar in der Aufnahme, wo ich so ewig lange hier dran gesessen habe. Okay, guys. Keep it up. Great. Moves. Ah, sehr schön. Was ist das hier für ein Modul? Ist das Modul 8, ne? Scheint ein neues Hard-Modul zu sein. Puh. Ist nicht das Einzige, was hier gerade hart ist. Ach Mann. Machen wir das einfach ganz normal. Okay, das ist fällt nicht unter ganz normal. Das auch nicht, eigentlich. Kein Kommentar. So. Und jetzt. Okay, dass man... Ach Mann, das Spiel findet einfach immer wieder Wege, um einen zu nerven. Was mache ich da? Und dann findet man selber auch noch Wege, um einen zu nerven. Okay. So. Der ist schon ziemlich weit, der Sprung. Aber der ist unendlich weit weg, wenn man nicht mal springt. Falls du das verstehst, Charakter. Ich komme mir nämlich nicht so vor, du kleines behindertes Stück Spielscheiße. Weil wenn ich Leertaste drücke, dann bedeutet das, du sollst springen. Und nicht, du sollst nichts machen. Verstehst du das? Ja. So, jetzt mal gucken, ob er es verstanden hat.
Ja, hat er. Aber er hat nicht verstanden, was STRG bedeutet bei einer Leiter. Er hat gedacht, das bedeutet, hey, ich soll nochmal in den Suizid springen. Aber nein, das bedeutet, dass du dich festhalten sollst. Verstehst du das? Ja, genau. Siehst du? Wenn man der das dem erklärt, dem Charakter, dann macht er das. Ganz einfach. Oh, ich habe mein Free Gift ausgetauscht. Sehr schön. Puh. Oh, okay. Da will ich aber jetzt nicht hin, oder? Okay, ich darf mir die Seite aussuchen. It's something. Aber ganz im Ernst, ich glaube, das Modul schaffe ich nicht. Das ist nicht meine Stärke, dieses um die Seite springen. Deswegen könnte es sein, dass wir das nicht schaffen. Wenn wir überhaupt nochmal irgendwann dahin kommen. Scheint nämlich nicht so. Na? Sehr schön. Ja, jetzt weiß. Gibt es dann einen bestimmten Trick, dass man sagt, so rechts hin gehen da lieber die rechte Seite, weil ich habe das mal bei diesem Leiter-Scheiß-Fick-Modul. Da gibt es so ein Modul, wo so in beide Richtungen ist Medium. Das ist relativ einfach eigentlich. In beide Richtungen kann man dann zum Schluss, nee, in der Mitte eigentlich eher, sich aussuchen. Ist genau symmetrisch. Und da wurde mir mal gesagt, dass es sich mehr lohnt, für einen Rechtshänder nach rechts zu gehen. Wobei ich mit beiden Seiten da kein Problem habe, deswegen konnte ich das für mich noch nicht bestätigen. Aber, ach komm, es ist einfach nur behindert. Es macht auch überhaupt keinen Spaß. Auch, dass ich hier die ganze Zeit schon runterfalle. Ja. Wow, much fun. Wir rüsten uns jetzt mal aus, weil der Typ, der gibt ja auch irgendwann mal ab. Nämlich jetzt. Das ist das Beste, was ich habe. So eine Scheiße. Ja, die wollen wir noch auf der 3 und dann... Okay. Das... Okay. Es leckt erstmal. Und dann... Und dann habe ich schon nur noch die Hälfte vom Leben. Das ist... Was ist das denn? Also ich laufe einfach auf Gegner zu. Und es leckt erstmal. Einfach nichts. So lächerlich. Komm her. Bleibt stehen. Fuchtelt euch nicht an. Okay, das hat sich jetzt ein bisschen wie Schwuchtelt angehört. Oh. Oh. Bleibt doch in der... Ja, nicht hängen. Ja, ich hab nochmal getroffen. Jetzt. Okay. Zack. Ja, da kriegt er beide. Das ist so ein Depp gewesen. Okay, ich treffe die Leute nicht. Ich schlag doch in ihn rein! Okay, ich kann mir nicht mehr helfen. Das Spiel ist zu hoch für mich. So. Und er ist immer noch invincible. So. Oh, der hat einen Dia. Holy fucking shit. Der hatte einen Dia. Oh nein. Ja. Bitte lass mich hier rauskommen, danke. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe nur noch ein Leben. Wenn ich hier sterbe, bin ich raus. Okay, der ist nicht mehr hinter mir, oder? Okay, dann gehen wir mal kurz an die Kiste hier, die schon wieder weg ist. Wir haben keine Kiste, das ist ein Problem. Und kein Stick. Wenn wir einen Stick hätten, dann könnten wir uns ein Dia-Schwert machen, Leute. Und eine Kiste. Okay, es sind noch sehr hohe Voraussetzungen. Aber zwei Dias ist schon mal gut. Und derjenige, der mich tötet, wird sich freuen. Wir könnten natürlich asozial sein und die noch verteilen oder so. Wo ist denn irgendwer? Wo ist mein Kompass? Mein Gott. Komm. Da ist wer. Oh lala, das ist glaube ich der Gute, oder? Das ist der abgegeben hat. Oh, der Dia-Schuhe her ist der abgegeben hat. Da kommt wer. Greif ihn an. Nein, machen wir nicht. Wir rennen einfach vorbei. Gute Idee. So, jetzt bin ich tot. Wow, da war wer in mir. Ah, ja. Okay, nice. Oh, wie kann man so pussymäßig spielen, Alter? Mein Gott, Kinderspiel, Alter. Wow. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Und ja, bis dann. Tschüss.